heute ist Dienstag. Ich werde morgen operiert. War heute den ganzen Tag eigentlich nur beim Arzt. Muss zum Anästhesisten. Oder so. Anästhesisten? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ist doch scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Die haben mir den ganzen Eingriff erklärt. Ich habe heute meine, wie heißt das, Röntgenaufnahmen gesehen. Knie ist gefickt. Offiziell gefickt. Ich glaube in 4 Teilen oder 5 Teilen gebrochen. Wenn ich Pech habe, ist der Knorpel auch noch betroffen. Und ich habe ihn auch gefragt, wie es aussieht mit dem Fußballkicken noch. Sagt er, müssen wir schauen. Er kann es mir nicht versprechen. Kommt drauf an, wie das verhält. Er muss schauen, wie der Knorpel beschädigt ist. Also wenn ich Pech habe, kann ich auch kein Fußball mehr kicken. Ja, und dann muss ich, wenn ich auch nochmal Pech habe, der Knorpel so betroffen ist, muss ich vielleicht, kriege ich nochmal einen neuen Knorpel rein. Oder irgendwie so ein Blödsinn, hat er mir erklärt. Ich weiß das selber nicht. Naja, einfach gekickt, wenn man das so sagen möchte. Egal, Road to Row geht trotzdem weiter. Es geht darum, dass ich abnehme. Das kriege ich und muss ich auch so hinkriegen. Ja. Grüß dich, Mutti. Das muss ich auch so hinkriegen. Wie genau? Natürlich nur durch Ernährung, bewegen kann ich mich nicht. Ich werde eine Reha machen, ganz normal, ist klar. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich weiß, ich werde euch mitnehmen bei allem, was ich mache. Ich werde das Ding durchziehen und ich werde sehen, was mein Knie sagt. Ich werde schauen, wie es in 6 Monaten aussieht, wie es in 5 Monaten aussieht. Und danach entscheide ich, ob mein Körper das sagt, ey, du kannst noch oder du kannst nicht. Das werde ich dann sehen. Aber erstmal die OP überstehen. Und ich würde mich dann, glaube ich, morgen kurz davor mal nochmal melden. Beziehungsweise ein Video machen für euch. Und nochmal danach. Und dann muss ich da 1-2 Tage bleiben. Und dann beginnt eigentlich alles dazu. Beginnt ja, die Heilung. Beginnt das Comeback. Vom Comeback. Ja. So, Männer, ich gebe mir noch eine Pfeife. Für die Seele, für das gute Gefühl, weil wer weiß, was morgen passiert. Ja. Und dann kann ich sagen, ich bin glücklich. Die Seele war glücklich. Ja. Also Männer, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Aber ich schaue eh ein Video, deswegen ist es scheißegal, ob ich euch einen schönen Dienstag wünsche. Es ist eben Mittwoch, Donnerstag oder so. Deswegen, Beauty, bis morgen. Krankenhaus. Das ist heute Mittwoch. Ich werde um 10.45 Uhr geplant operiert, vielleicht ein bisschen früher. Die Frau, die hat 4 Kinder, ne? Und sieht so gut aus. Mhm. Das ist Wahnsinn. Du siehst besser aus. Ja, nein. Aber sie sieht besser aus. Also, ich melde mich nach der OP. Ich bin müde. Ich kann wieder kaum schlafen, schlecht schlafen. Ja. Grüß euch, ihr Dullis. Was ist denn heute Donnerstag? Donnerstag, ne? Ich wurde gestern operiert. Und heute. Naja, also Nacht war Katastrophe, kaum geschlafen. Schmerzen. Schmerztabletten haben nicht so geholfen. Dann heute Morgen, dann ich weiß gar nicht, von 5.30 Uhr bis 7.30 Uhr geschlafen. Jetzt ist meine Frau da. Der Arzt kam immer noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie die OP lief. Aber letztendlich weiß ich noch gar nichts, außer dass diese eine Pille, die ich gerade bekommen habe, die ist richtig geil. Aber auf jeden Fall jetzt keine Schmerzen mehr. Das ist gut. Was gut ist, ich habe auch noch nicht so viel gegessen. Obwohl meine Frau schon mal. Mit Blumen sogar. Danke, Schatz. Ja, keine Ahnung. Hunger habe ich nicht. Ich denke auch natürlich an meine Diät. Jetzt gerade, wo ich also liege, kann ich ja noch weniger essen. Aber das kriege ich irgendwie hin. Egal, ich ziehe das Ding durch. Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals nochmal Fußball spielen kann. Hallo. Zeiten sind ab 15 Uhr. Ich hatte gestern gefragt. Sie meinte, ich kann ruhig auch ein bisschen früher. Eigentlich nicht. Und nicht so viel früher. Also früher ist 14 Uhr dann.
Wäre das trotzdem okay? Sie können jetzt kurz noch bleiben, bis die Ärztin kommt, aber dann müssen Sie gehen. Die kommt heute noch, ja? Ja, ja, sie kommt gleich, sie macht die Visite. Okay. Dankeschön. Und auch wenn Sie so nah sind, FFP2-Maske. Ja. Ja. Auch, ich weiß, Sie sind alles gut, zusammen, alles gut. Na klar, ja. Dankeschön. Gut. Komm morgen einfach. Alles gut. Komm morgen trotzdem. Ja, wie gesagt, meine Frau ist auch schon da. Ansage bekommen. Ja, ich ziehe das Ding trotzdem durch. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch kicken kann oder was mit meinem Knie ist. Ich weiß nicht, wie die OP war. Weil die haben anstatt 2 Stunden 4 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, was sie da noch reingezaubert haben. Oder was sie gemacht haben. Ja, deswegen, wenn ich mehr weiß, melde ich mich nachher nochmal. Ansonsten hoffe ich, dass ich morgen rauskomme. Weiß ich aber auch noch nicht. Frau hat gesagt, ich darf Video ausmachen. Mama, warum ist die Mama? Auf den Weg nach Hause. Ja, da ist er doch. Spann die weg. Wieso hast du schon mal, Mann? Wie gut die ist da, oder? Was sagst du da? Fix und fertig. Maschine. Ja. Maschine. So. Ich bin zu Hause. Ich wurde Mittwoch operiert. Heute ist Freitag. Ich bin jetzt zu Hause. Ich mit den Krücken laufen. So lala. Aber ist vollkommen okay gewesen. Na, ich muss mich halt jeden Tag ein bisschen bewegen, auch wenn es weh tut. Ich zeige euch mal eine Aufnahme vom Röntgen, was ich heute noch gemacht habe. Ja, okay. Sieht zwar aus wie ein Knie, aber ist nicht mehr viel Knie da. Aber soll wohl halten, sagen sie. Ich muss jetzt demnächst mit der Reha anfangen. Mit einer Schiene, die sich automatisch bewegt auf 30%, auf 60%. Da gibt es Vorgaben, daran muss ich mich halten. Aber ich nehme euch auf den Weg mit. Das ist dann nicht Road to Bro, sondern Road to Gesund und Bro natürlich. Ich will das trotzdem weiter durchziehen mit dem Abnehmen, mit dem allen drum und dran, was dazu gehört. Und dann fange ich nicht halt, ja. Ich habe davor auch bei Null angefangen, von der Kondition her. Jetzt fange ich an, meinem Knie wieder alles beizubringen oder sich dran zu gewöhnen, sich zu bewegen und gesund zu werden. Wird bestimmt viel mit Schmerzen zu tun haben. Aber gut, da muss ich durch. Und ich habe mein Ziel vor Augen und da will ich hin. Das werde ich erreichen. Auch wenn der Weg jetzt nochmal anstrengender, härter, schmerzvoller ist als davor. Jutti, Freitag heute, ne? Ja. Morgen spielt meine A-Jugend. Mal gucken, vielleicht gehe ich ein bisschen raus. Also. Wir haben es. Ich glaube 6.30 Uhr oder so. Musste pissen. Und jetzt tut mein Knie so weh, ey. Also schlafen kann ich auf jeden Fall so nicht mehr. Jetzt ist ein Schmerztablett reingepfiffen. Probiere ich natürlich auch, so wenig wie möglich immer zu machen, Schmerztabletten und Sachen zu machen. Aber geht manchmal halt nicht anders. Ich kam gestern nach Hause, da sagt mein Sohn, oh Papa, dein Bauch ist ja schon weggegangen. Ich sag ja, die haben weggezaubert. Ach Mann, Hunger habe ich auch. Ich war jetzt 5:01 Uhr, ich war jetzt nochmal draußen. Einfach ein bisschen laufen. Dieses Liegen macht mich kürre. Ja, ein bisschen laufen gewesen, ein bisschen belastet. Ist ganz okay eigentlich, also Treppen steigen. Ich kann halt nicht anwinkeln. Davor habe ich auch noch riesen Respekt. Aber in 2 Wochen, beziehungsweise Operation 2 Wochen, ich habe Dienstag ein OP, also soll ich anwinkeln mit 30%. Dafür gibt es extra eine Schiene, die kommt Montag. Die habe ich schon bestellt. Aber ich habe Dienstag noch beim Osteopathen dann halt einen Termin, der mir dann die Reha verschreibt. Aber ich glaube,
Liegen ist nicht so sinnvoll, nur liegen und nichts machen. Ich belaste halt nicht viel, aber sich ein bisschen bewegen schadet, glaube ich, nicht. Ich habe keine Schmerzen oder irgendwas dabei. Ich bin halt vorsichtig, belaste kaum, kühle viel. Ja, bin richtig in Schwitzen geraten. Ich zocke jetzt noch eine Runde, glaube ich. Dann gehe ich auch schlafen. Ich weiß nicht, was hier läuft für ein Film, Alter. Seid ihr nicht ganz sauber? Juti, bis morgen. Dicken fetten Blutakkus, ey. Hinten, ne? Ja. Ah, ja. Das ist richtig doll. So sieht die Lymphdrainage aus von einer Expertin. Was? Das ist kein Video. Ich hab doch kein Video von dir gemacht. Milieu. Also, das heißt. Das heißt, wenn sie Zigaretten, Kaffee, Alkohol, ja, ist kontraproduktiv. Okay. Wenn Sie können, schalten Sie einen Hebel um. Ich rauche zwar nicht, also Kaffee, okay. Ja? Ja, okay. Reduzieren, einfach nur reduzieren. Okay. Und essen halt Zwiebeln, Gemüse. Wenn Alkohol, Limette. Nee, Alkohol gar nicht. Gut, trinken Sie Limettensaft. Das Zitrone entsäuert. Auch? Zitrone auch. In den Fuß rein. Ja. Und brauchen sich über die Länge keinen Gedanken dazu. Ja. Okay. Ne? Hier ist die Achse, dann passt das. Und dann macht die Maschine Folgendes. Das sind 30 Grad, ne? Ja. Mehr ist das nicht. Ja, ja. Wenn ich mir das bei dir vorstelle, denke ich mir so, okay. Das Gewöhnungssache. Könnte unangenehm werden. So, ich habe Montag. Heute ist Montag. Mittwoch wurde ich operiert. Mir geht es aber ganz gut. Ich habe heute die Schiene bekommen, die steht da unten. Werdet ihr auch jetzt gleich sehen. Habe die Schiene bekommen für die Reha zum Beugen. Das ist mein Essen. Das ganze Brot esse ich auf jeden Fall nicht auf. Ja, ein heißes mit Pute und Brokkoli ist vollkommen okay. Und ansonsten steht heute noch an, dass ich ein bisschen rausgehe, spazieren gehe, beziehungsweise auf Krücken spazieren gehe. Und morgen habe ich dann meinen Termin beim Orthopäden, ist das richtig? Orthopäde. Und Mittwoch geht wahrscheinlich schon die Reha los. Also, morgen Termin beim Orthopäden. Dann weiß ich mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, das Video oder die Woche endet heute. Und ich werde euch dann nächste Woche mitnehmen, Physiotherapie bzw. Physiotherapie in der Hinsicht. Ich habe die Beuge, also die Schiene bekommen, die zum Beugen da ist. So beginnt das erstmal. Mal gucken, was der Arzt morgen sagt. Bei der Orthopädie. Heißt das, ich glaube, ist richtig. Und dann weiß ich mehr. Und in diesem Sinne, mir geht es erstmal ganz gut. Das mit dem Essen kriege ich, glaube ich, hin, obwohl ich jetzt gerade gut Hunger habe. Das essen könnte. Egal, müssen wir durch, muss ich durch. Der kann ja gesagt, dass es leicht wird. Und alles andere mit der Reha, was ich mache, was so passiert, dazu dann im nächsten Vlog. Also bleibt dran, bleibt stabil, bin ich auch. Wiegen ist natürlich erstmal gerade schwierig, aber da lasse ich mir auch was einfallen. Hab schon eine Idee, aber dazu dann bei der nächsten Folge. Road to Bro im Behindertenmodus. Also auch nicht, dass ich behindert bin, nichts gegen behinderte Mann. Okay, das war falsch ausgedrückt. Im verletzten Modus so besser. Ja, war es das erstmal. Also, bleibt stabil, Leute.